Unterwerfung unter den Willen Gottes. Das bedeutet Islam. Der gläubige Muslim bekennt, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet. Aus der Wüste Arabiens hat sich der Glaube an Allah und Mohammed in alle Himmelsrichtungen verbreitet. Noch zu Lebzeiten des Propheten beginnt der Siegeszug des Islam um die Welt. Was ist das Geheimnis seines Erfolges? Wer war der Mann am Anfang dieses Weges? Wie wurde Mohammed aus Mekka zum Führer der arabischen Stämme und zum Propheten einer neuen Weltreligion? Fünfmal am Tag erklingt vom Minarett der Moschee die Aufforderung zum Gebet. Das heilige Buch des Islam, der Koran, birgt er das Geheimnis für die erstaunliche Erfolgsgeschichte des Islam? Er ist Lebensgrundlage für über 1 Milliarde Menschen. Gott ist groß, größer als alles andere auf der Welt. Im 7. Jahrhundert nach Christus liegt Arabien am Rande der Weltgeschichte. Hier entsteht nach Judentum und Christentum der Islam, die dritte Religion, die aus dem Nahen Osten kommt und nur einen Gott kennt. Es ist ein heißer Sommertag im Jahre 610. Die Menschen fliehen vor der sengenden Hitze der Stadt in die Berge. So auch Mohammed, ein Kaufmann aus Mekka. Er ahnt nicht, dass dieser Tag der Wendepunkt in seinem Leben und in der Geschichte der Menschheit sein wird. Erschöpft von den Strapazen des langen Weges, lässt er sich in einer Höhle zur Ruhe nieder und sinkt in einen tiefen Schlaf. Plötzlich schreckt er auf. Er spürt die Gegenwart einer ungeheuren Kraft, die ihn zwingt, ihm unbekannte Worte zu sprechen. Trage vor, im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, der den Menschen aus einem Klumpen Blut erschaffen hat. Trage vor. Die ersten Zeilen des Koran. Mohammeds Geschichte beginnt in Mekka, einer kleinen Handelsstadt am Rande der arabischen Wüste. Nichts deutet darauf hin, dass diese Stadt einmal Zentrum einer Weltreligion sein wird. Die Wüstenstadt lockt viele Nomaden an. 6000 Menschen leben damals in Mekka. Wer im Karawanenhandel tätig ist, kann hier hohe Gewinne machen. Viele Händler tauschen noch Ware gegen Ware, doch einige beginnen, ihre Güter gegen Geld zu verkaufen. Es ist die Zeit des Übergangs vom Tauschhandel zur Geldwirtschaft. Mekkas Kaufleute rüsten gemeinsam Karawanen aus, mit Reit- und Lastkamelen, die Waren über die Halbinsel tragen. Die ersten Handelsunternehmen entstehen. Der Wandel, der Arabien erfasst hat, macht auch vor der Religion nicht Halt. Noch opfern die Araber heiligen Bäumen und Steinen, beten zur Sonne und zu den Sternen, an deren magische Kraft sie glauben. Ein Zentrum dieses Kultes ist Mekka. Von der ganzen Halbinsel strömen die Menschen hierher. Die Pilgerscharen haben Mekka zu einer reichen Stadt gemacht. Am Knotenpunkt der Karawanenstraßen steht das uralte Heiligtum der Araber, die Kaaba. Hier wird in wenigen Jahren der Lauf der Welt eine dramatische Wendung nehmen. Im Dunkel der Kaaba stehen 360 Götterfiguren in Tier- und Menschengestalt.
die Götzen der Wüstennomaden. Mit magischen Ritualen versuchen die Pilger, die Götter gnädig zu stimmen. Sie bringen ihnen Blutopfer dar und beschwören sie mit geheimnisvollen Gebeten. Doch der Götzenkult ist nicht mehr, was er einmal war. Die Menschen sind von den alten Göttern und ihren Priestern enttäuscht, weil sie ihnen in der sich ändernden Welt nicht mehr helfen können. Sie sehnen sich nach einem einzigen Gott, nach dessen Geboten sie ihr ganzes Leben ausrichten können. Einem Gott, der immer für sie da ist und den sie nicht durch Beschwörungsformeln günstig stimmen müssen. Einige suchen Antworten beim Gott der Juden und der Christen. Doch der spricht fremde Sprachen, Hebräisch und Griechisch. Die Zeit ist reif für eine neue arabische Religion. Mohammed. Der Name bedeutet der Gepriesene. Im Jahr 570 kommt er zur Welt. Sein Vater ist kurz zuvor auf einer Karawanenreise gestorben. Die Mutter gibt ihn als Kleinkind zu einer Beduinenfamilie, ein alter Brauch in Mekka. Die Stadtbewohner halten auf diese Weise enge Verbindung zu den Verwandten in der Wüste. Die Kinder sollen mit den Sitten und Gebräuchen der Beduinen aufwachsen und deren Lebensweise kennenlernen. Mohammed wächst auf in einer Tradition, die seit Jahrtausenden fast unverändert ist. Auf den weiten Wüstenreisen werden die Kinder nicht geschont. Sie sind denselben Strapazen ausgesetzt wie die Erwachsenen. Die Tiere bestimmen den Lebensrhythmus der Menschen. Oft ziehen die Nomaden wochenlang durch die Wüste auf der Suche nach Wasser und Weidegründen. Die Schafe, Ziegen und Kamele sind ihr wertvollster Besitz. Ohne die Herden könnten die Menschen nicht überleben. In den Weiten der Wüste ist der Einzelne auf die Familie und den Stammesverband angewiesen. Ohne ihren Schutz ist er verloren. Gemeinsam erflehen die Menschen die Hilfe der Götter, bitten um Nachwuchs und um Regen, um das Ende einer Seuche oder einer Blutsfehde. Es sind die uralten Rituale der Nomadenreligion, die Mohammed schon in frühester Kindheit beschäftigen. Als Mohammed 6 Jahre alt ist, stirbt auch seine Mutter. Er ist nun ein Waisenkind. Sein Überleben hängt vom Wohlwollen der Stammesbrüder ab. Als schließlich auch der Großvater stirbt, wird der 8-jährige Junge das Mündel seiner Sippe. Ein Onkel nimmt Mohammed auf. Er lässt den Jungen bei sich arbeiten und hält schützend die Hand über ihn. Doch seinen Lebensunterhalt muss sich der 8-jährige selbst verdienen. Harte Gesetze regeln das Marktleben. Wer seine Schulden nicht bezahlen kann, wird in die Sklaverei verkauft. Für ein elternloses Kind wie Mohammed ist die Arbeit im Karawanenhandel der einzige Ausweg aus der Armut. Die arabische Gesellschaft ist im Umbruch. Die Solidarität der Reichen mit den Armen, die in der Wüste galt, existiert in Mekka nicht mehr. Privater Profit wird mit dem Beginn der Geldwirtschaft immer wichtiger. Das Gemeinschaftsgefühl unter den Stammesbrüdern immer schwächer. Wird sich Mohammed behaupten können in dieser Welt, in der jeder auf sich selbst gestellt ist? Bei seinem Onkel und dessen Gehilfen lernt Mohammed, was zum Beruf des Karawanenhändlers gehört. Ob sie wohl ahnen, dass dieser Junge einmal ihre Welt verändern wird? In einer frommen islamischen Legende wird erzählt, wie der junge Mohammed auf einer langen Karawanenreise ins weit entfernte Syrien kommt. Dort, am Rande der Wüste, begegnet die Karawane seines Onkels einem christlichen Mönch, der seit Jahren in der Einsamkeit lebt. Bahira, so heißt der Mönch, erkennt in dem Knaben den Nachfolger von Jesus Christus, der ihm in der Nacht zuvor im Traum erschienen ist. Der Mönch bricht sein Schweigen, um den Vorbeiziehenden zu prophezeien: Unter euch ist der Sendbote Gottes, der künftige Prophet, den das Evangelium als Nachfolger von Jesus angekündigt hat.
Er erkennt Mohammed an zwei vorhergesagten Zeichen. An einem Muttermal und an einer Wolke über seinem Haupt, die ihn vor den erbarmungslosen Strahlen der Sonne schützt. Von Nordafrika über Ägypten bis nach Persien und Äthiopien. Die Christen im vorderen Orient sind zerstritten. Die Kirche ist in viele Glaubensrichtungen gespalten. Das Byzantinische Reich verfolgt alle Christen, deren Glauben von der Staatsreligion abweicht. So flüchten viele Andersdenkende ins Exil, nach Arabien. Der Sieg des Islam wenige Jahrzehnte später bedeutet für sie Befreiung von Byzanz. Christen, Muslime und Juden haben die gleichen Wurzeln, die gleichen Propheten und die gleiche Botschaft von dem einen Gott. Alle drei Religionen berufen sich auf Abraham. Der war bereit, seinem Gott alles zu opfern, selbst den eigenen Sohn. Mit Abraham beginnt die Geschichte des Glaubens an den einen Gott. Die Muslime werfen Juden und Christen jedoch vor, diesen Glauben verfälscht zu haben. Erst der Islam sei das reine Wort Gottes. Mit 25 Jahren ist Mohammed noch unverheiratet. Eine Seltenheit unter seinen Zeitgenossen. Im Karawanenhandel ist er ein gefragter Mann. Doch auf dem Heiratsmarkt hat er keine Chance. Ohne eigenen Besitz, ein Untergebener der großen Kaufleute, erfährt Mohammed bei Vätern und Töchtern nur Ablehnung. Zu dieser Zeit können noch die Frauen in manchen Wüstenstämmen mehrere Männer gleichzeitig heiraten. Die Braut, die in einem Zelt auf dem Rücken des Kamels thront, reitet nach der Hochzeit nicht zu ihrem Bräutigam. In diesen Stämmen bleiben die verheirateten Frauen bei ihren Müttern und Verwandten wohnen, ein Leben lang. Hier ziehen sie ihre Kinder groß, hier werden sie von ihren Männern besucht. Kaum eine Frau begnügt sich nur mit einem Mann. Der Islam wird das später ändern. Die Mehrehe für Frauen wird verboten, den Männern allerdings wird sie erlaubt. Zweimal im Jahr verlassen die Handelskarawanen die Stadt. Im Sommer ziehen sie nach Syrien, im Winter in den Jemen. Zum Schutz vor räuberischen Nomaden schließen sich Mekkas Händler zusammen und heuern Beduinen an, die die Karawanen auf ihren wochenlangen Reisen durch feindliches Gebiet begleiten. Ohne die Beduinenführer wären die Händler auch den anderen Gefahren der Wüste hilflos ausgeliefert. Denn nur sie wissen, wo die Kamele dem trügerischen Treibsand ausweichen müssen und wo die Karawane ein sicheres Lager aufschlagen kann. Ihre Wüstenkenntnis lassen sich die Beduinen gut bezahlen. Sie erhalten als Gegenleistung für ihre Dienste und für freies Geleit durch die Wüste eine Beteiligung am Gewinn der Kaufleute. Auf den weiten Reisen sind Lebensmittel knapp. Die Herden von Schafen und Ziegen, die die Karawane begleiten, liefern Milch, werden aber nur in Notzeiten geschlachtet. Sie sollen am Ende der Reise auf dem Markt verkauft werden. So sind Datteln, Milch und Fladenbrot, das im Sand gebacken wird, über viele Wochen oft die einzige Nahrung. Aber die Entbehrungen lohnen sich. Wenn die Karawanenhändler am Ziel sind, können sie auf den Märkten der Städte mit ihren Waren hohe Gewinne machen. Doch nötig dafür sind nicht nur kaufmännisches Geschick, sondern auch Ausdauer, um die Strapazen des kargen Wüstenlebens zu überstehen. Mohammed gilt schon früh als einer der besten Karawanenführer von Mekka. Sein guter Ruf dringt auch zu einer wohlhabenden Geschäftsfrau, Khadija, die auf der Suche ist nach einem zuverlässigen Mitarbeiter, der die Arbeit ihres verstorbenen Mannes übernehmen soll. Die reiche Witwe gibt dem jungen Mann eine Chance und schickt ihn nach Syrien mit ihrer wertvollsten Karawane. Der Erfolg gibt ihr recht. Mohammed kehrt von der Reise mit hohem Gewinn zurück. Khadija bietet ihm die Ehe an. Gegen den Willen ihrer Verwandtschaft, die von dem 15 Jahre jüngeren mittellosen Kamelführer nichts hält.
Mohammed ist selbst überrascht vom Angebot seiner Arbeitgeberin und zweifelt, ob es ernst gemeint ist. Eine Heiratsvermittlerin stellt die Verbindung zwischen den Familien der beiden her. Mohammed lässt sich überzeugen, dass Khadija ihn trotz seiner Armut heiraten will. Er willigt ein. Eine Entscheidung, die sein Leben verändert. Mohammed ist jetzt selber Kaufmann und von heute auf morgen ein angesehener Mann. Khadijas Karawanen, die jetzt auch Mohammed gehören, liefern Leder und Weihrauch nach Syrien im Tausch gegen Getreide aus dem Byzantinischen Reich. Ein gutes Geschäft. Doch es wird Mohammed immer klarer, dass ihn das Leben eines Kaufmanns nicht ausfüllt. Auf den weiten Wüstenreisen sondert er sich immer öfter ab von den Gefährten. Der Beginn einer Wahrheitssuche, die ihn weit wegführt vom Götzendienst und vom Aberglauben seiner Vorfahren. Der Sinn des Lebens, der Zustand der Gesellschaft, Fragen, auf die er keine Antwort weiß, beschäftigen ihn in der Einsamkeit. Bis zu jenem Tag im Jahr 610, als er zum ersten Mal die göttliche Stimme hört. Jahre lang, bis kurz vor seinem Tod, wird diese Stimme den Propheten begleiten. Sie offenbart ihm die Verse des Koran, die Worte des einen Gottes, Allahs Auftrag an Mohammed. Bring diese Botschaft den Arabern in ihrer eigenen Sprache. Mohammed traut der Stimme nicht, will nicht glauben, dass Gott ausgerechnet ihn, den einfachen Kaufmann aus Mekka, zum Propheten auserwählt hat. Doch seine Frau Khadija ermutigt ihn, den Auftrag Gottes anzunehmen. Mohammeds Mission hat Erfolg. Viele junge Leute aus Mekka finden im Glauben an Allah eine Erfüllung, die sie in den Naturreligionen vergeblich suchen. Mohammeds Botschaft ist auch Kritik an der wachsenden Kluft zwischen oben und unten, zwischen Arm und Reich. Viele einfache Leute, Besitzlose und Sklaven fühlen sich davon angesprochen. Mohammed ist von seinem Erfolg überrascht. Er fragt sich, wohin wird mich Gottes Auftrag führen? Werden eines Tages alle Araber meiner Botschaft folgen? Die religiöse Botschaft, die Mohammed bringt, ist neu und alt zugleich. Sie ruft die Erinnerung wach an Abraham, den biblischen Stammvater von Arabern und Juden, den Gott als Ersten dazu ausersehen hatte, ihnen den wahren Glauben zu bringen. Die Legende erzählt, dass Abraham einst an der Kaaba zu Allah gebetet habe. Nach Jahrhunderten des Vergessens tritt nun Mohammed als Sprachrohr Gottes auf, als letzter in der Reihe von Propheten, die mit Abraham begann. Es ist Mohammeds Aufgabe, den Arabern die Religion der Väter zurückzubringen. Die Kaufleute von Mekka fühlen sich durch Mohammeds Botschaft provoziert. Sie fürchten um ihre Geschäfte. Der Glaube an den einen Gott gefährdet den einträglichen Handel mit den Beduinen, die zu den Götzen in der Kaaba pilgern. Mohammed, der in Mekka bisher der Zuverlässige hieß, wird nun als Zerstörer der Gemeinschaft beschimpft. Die Kaufleute drohen ihm, wenn er nicht aufhört, gegen die Götzen zu predigen, sollen er und seine Anhänger kein Recht mehr haben, in Mekka zu leben. So schickt Mohammed vorsorglich eine Gruppe von Gläubigen übers Meer nach Äthiopien, ins Exil. Unter ihnen eine seiner Töchter. Dort werden sie großzügig empfangen. Das christliche Äthiopien ist seit langem ein wichtiger Handelspartner Mekkas. Die Menschen hier sehen in den Muslimen Brüder und Schwestern. Gemeinsam ist ihnen der Glaube an einen Gott. Dass das Christentum ein naher Verwandter des Islam sei, betont Mohammed im Koran immer wieder.
Doch tadelt er den Glauben an die Dreifaltigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist für Mohammed viel Götterei. Die ursprüngliche Botschaft ihrer Buchreligion hätten die Christen verfälscht und aus dem Propheten Jesus einen Gott gemacht. Einige muslimische Familien aus Mekka harren jahrelang in Äthiopien aus, in der Hoffnung auf Rückkehr. Als Mohammed schließlich eine Zufluchtsstätte für seine Gemeinde in Arabien findet, folgen ihm fast alle dorthin. Die wenigen, die in Äthiopien bleiben, werden Christen. Zu Hause in Mekka predigt Mohammed weiter seine Botschaft. Sie richtet sich auch an die arabischen Frauen. Anders als damals üblich, gibt Mohammed ihnen das Recht auf freien Willen und eigene Entscheidungen. Die Frauen hören zum ersten Mal, dass sie Anspruch auf eigenes Vermögen und auf ein Erbe haben. Eine Revolution für die damalige Zeit. Den Schleier, die Kopftracht des alten Orients, tragen die muslimischen Frauen als Zeichen ihrer Frömmigkeit, aber auch zu ihrer Sicherheit, um nicht von fremden Männern belästigt zu werden. Denn bei den Beduinen war es durchaus üblich, die Frauen anderer Stämme zu rauben und sie in den eigenen Harem aufzunehmen. Die Lage der Muslime, die nicht nach Äthiopien ausgewandert, sondern mit Mohammed in Mekka geblieben sind, wird immer schwieriger. Die Gläubigen werden boykottiert. Wer sich zum Islam bekennt, gilt als Feind. Mekkas reiche Händler fürchten, dass Mohammed bald nicht mehr nur predigen, sondern nach der politischen Macht greifen wird. Sie drohen ihm, aber er bleibt seinem Auftrag treu. Die Zahl seiner Anhänger wächst weiter. So entschließen sich Mohammeds Gegner zu einem Mordanschlag auf ihren Stammesbruder. Mohammed ahnt lange nicht, was hinter seinem Rücken vorgeht. Seine Stellung in der Stadt ist geschwächt seit dem Tod seines Onkels, der ein angesehener Mann in Mekka war. Auch Khadija lebt nicht mehr, die Mutter seiner 7 Kinder, mit der er 25 Jahre lang verheiratet war. Auf den Märkten der Nachbaroasen predigt Mohammed den neuen Glauben. Araber aus fremden Stämmen schließen sich ihm an, vor allem Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Mohammed ist auf der Suche nach einer neuen Heimat für sich und seine Gemeinde. Als die Muslime erfahren, dass die Feinde des Propheten einen Mordanschlag gegen ihn planen, beschließen sie, die Heimatstadt mit ihm gemeinsam zu verlassen. Ihren Besitz lassen sie zurück. Ein Abschied für immer? Das Band der Stammesbrüderschaft ist zerschnitten. Nach dem Gesetz der Wüste sind die Auswanderer vogelfrei. Mohammed wird mit seinen Getreuen im Exil einen neuen Stamm gründen, der zusammengehalten wird durch den Glauben, das Band des Islam. Die Religion wird die Muslime in Zukunft über alle alten Stammesgrenzen hinweg vereinen. Die Auswanderung aus Mekka ist der Anfang eines neuen Zeitalters. Es ist das Jahr 622 nach Christus, das Jahr 1 des islamischen Kalenders, das erste Jahr der Emigration. In der Oase Yathrib, 350 Kilometer von Mekka entfernt, finden die Auswanderer Zuflucht. Die Bewohner der Oase sind seit Jahren zerstritten. Man hofft auf die Ankunft Mohammeds, der als Schiedsrichter auf der ganzen Halbinsel berühmt ist. Er soll den Konflikt schlichten. Jüdische Stämme haben viele Wüstentäler Westarabiens in fruchtbare Oasen verwandelt. Auch in Yathrib sind die Juden die Pioniere der Landwirtschaft. Entsprechend groß sind ihr Wohlstand und ihr Einfluss. Das Eintreffen Mohammeds und der Muslime verändert die Lage. Plötzlich bekommen die Juden Konkurrenz. Das Oasental von Yathrib dehnt sich über fast 100 Quadratkilometer aus. Ein ungewohnter Anblick für die Auswanderer aus der Wüstenstadt Mekka.
Nomadenstämme sind in der Oase sesshaft geworden. Die Verlockungen des Wohlstands waren stärker als die Verachtung für ein bäuerliches Leben. Wie zuvor ihre Herden, sind nun die Dattelpalmen ihr ganzer Stolz und eine ständige Einnahmequelle. Denn die Datteln von Yathrib gelten als besonders wohlschmeckend und werden auf die ganze Halbinsel exportiert. Die kleine Gruppe von Muslimen aus Yathrib, die den Propheten hierher geholt hat, hilft den Neuankömmlingen nach Kräften. Großzügig teilen sie, was sie haben, mit den aus Mekka vertriebenen Glaubensbrüdern. Die Bauern geben die Hälfte von ihren Dattelpalmen, Arbeitstieren und von ihrem Ackerland ab. Karawanenhändler und Kaufleute nehmen Muslime aus Mekka als Partner in ihre Unternehmen auf. Doch nicht alle heißen die Neuankömmlinge willkommen. 25.000 Menschen leben bereits in der Oase. Der Streit, der das ganze Tal erfasst hat, geht um Wasser und damit um Macht. Die Bevölkerung wächst und Wasser wird nicht mehr gerecht verteilt. Doch ohne geregelte Bewässerung gibt es keine Landwirtschaft in der Wüste. Beim Eintreffen des Propheten in Yathrib steht der Konflikt kurz vor einem Bürgerkrieg. Einige Stämme, die sich nicht wehren konnten, sind in ihren Siedlungen ermordet worden. Andere wurden mit Gewalt aus der Oase vertrieben. Die Karawanserei von Yathrib ist Raststätte für die Karawanen. Hier tauschen die Kamelführer Informationen aus und ergänzen ihre Vorräte. Im Bazar gibt es frisch gepresstes Sesamöl zu kaufen, Waffen und Sättel für die Reitkamele. Schmuck und Waffenschmiede in Arabien sind zumeist Fremde, Einwanderer und Sklaven. Beduinen verachten diese Tätigkeit. Als die besten Handwerker gelten die Juden. Araber, die sich zum Judentum bekehrt haben, und Nachfahren von jüdischen Flüchtlingen aus Palästina, die in Arabien Aufnahme gefunden haben. Auch christliche Araber leben in Yathrib. Mohammed gelingt es, den Konflikt zwischen den Stämmen von Yathrib zu schlichten. Er schließt einen Vertrag mit ihnen ab und legt die Rechte und Pflichten für alle Bürger gleichermaßen fest. Egal ob Muslim, Jude oder Christ. Der Prophet des Islam entscheidet nun in Yathrib über Krieg und Frieden. Mit den Offenbarungen, die er von Gott erhält, schafft Mohammed neue Gesetze und legt eine neue Moral fest. Der Neubeginn drückt sich auch im Namen aus. Aus der Oase Yathrib wird die Stadt des Propheten, kurz Medina, die Stadt. Hier legt Mohammed das Fundament für das Haus des Islam, den ersten islamischen Staat. In ihm gelten die Gesetze Gottes. Abgerechnet wird beim jüngsten Gericht. Ihr Gläubigen, nehmt euch in Acht vor einem Feuer, dessen Brennstoff aus Menschen und Steinen besteht. Wenn der Himmel sich spaltet und die Berge zu Staub werden, dann werden Ungläubige und Sünder im Höllenbrand schmoren. Doch wer an Gott und seine Propheten glaubt, dem steht das Paradies offen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Die mahnenden Worte des Propheten, die den Gläubigen auf seinem Lebensweg begleiten und ihn ständig erinnern an Allah und an den Tag der Abrechnung, liegt darin das Geheimnis des Islam, die Ursache seines Erfolges. Im Gebet preisen die Muslime die Allmacht Gottes. Mit jeder Verneigung unterwerfen sie sich Allah. Dasselbe arabische Wort für Gott bei Christen und Muslimen. Heute noch verehren die Gläubigen jene Gefährten Mohammeds, die als Erste seinem Aufruf folgten und mit ihm ausharrten, trotz Verfolgung und Exil. Weihrauch hält die Erinnerung wach an die Heiligen der islamischen Geschichte. In manchen Ländern des Orients pilgern die Muslime sogar zu den Gräbern von christlichen und jüdischen Heiligen. Orte für Meditation und Gebet, an denen sich Gläubige aus drei Religionen begegnen.
Mit der Ausbreitung über die Welt hat der Islam viele unterschiedliche Formen angenommen. Den Völkern Afrikas und Asiens haben vor allem die Sufis den Islam gebracht. Islamische Mystiker, die als Kaufleute durch die Welt zogen. Wo sie die Menschen zum Islam bekehrten, geschah das nicht mit Feuer und Schwert, sondern durch die Kraft ihrer Religion und die Klarheit der Botschaft. Es gibt nur einen Gott und Mohammed ist sein Prophet. Die Religion aus Arabien ist mit den Kulturen der Völker verschmolzen. Zwischen Tanger und Taschkent, Malaysia und Madagaskar, Kairo und Karachi. Mohammed, der edelste aller Menschen, der Geliebte Gottes, so singen die Sufis und preisen den Propheten mit Gebeten und Musik. Der Weg der Mystiker zu ihrem Gott führt über Rausch und Ekstase. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Die erste Moschee des Islam in Medina diente Mohammed auch als Wohnhaus für sich und seine Familie. Hier legte er Vorschriften und Gesetze fest, die heute noch gelten, bis ins kleinste Detail. Im Koran sind die Regeln für das tägliche Leben der Gläubigen ausführlich festgehalten. Ihr Gläubigen, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch vorher das Gesicht und die Hände bis zu den Ellenbogen. Und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Ein Geheimnis des Erfolges, der den Islam zur Weltreligion machte, liegt in den klaren Vorschriften, mit denen die Religion den Gläubigen Halt gibt im Alltag. Strenggläubige Muslime meinen, dass Gottes Wort im Koran auch jene Fragen beantwortet, die das Leben von heute stellt. Nicht eine Zeile wurde bis heute am Koran verändert. Er gilt als Gottes unveränderliches Wort und als das bedeutendste Buch in arabischer Sprache. Die Notizen, die sich Mohammeds Zuhörer auf Lederfetzen und flachen Steinen, auf Papyrus, Holz und Knochen machten, wurden 20 Jahre nach seinem Tod zu einem Buch zusammengetragen. 99 Namen Gottes, abgezählt am Rosenkranz. Eine Form des Betens, die von den Christen übernommen wurde. Fünf Pflichten muss ein frommer Muslim erfüllen. Das tägliche Beten, die regelmäßige Spende für die Armen, das Fasten im Monat Ramadan, das Glaubensbekenntnis und die Pilgerfahrt nach Mekka. Auf diesen fünf Säulen ruht der Islam. Ein guter Muslim befolgt die Gebote. Glücksspiele und Alkohol lehnt der Prophet auf Erden ab, da sie die Menschen entzweien. Im Paradies jedoch wird Wein in Strömen fließen. Karawanen, die von Mekka nach Syrien ziehen, reisen auf einer Route, die 100 Kilometer entfernt an Medina vorbeiführt. Wandelnde Ziele für beutehungrige Nomaden, die ständig die Wüste ausspähen nach Gelegenheiten für eine Razzia, einen Überfall. Razzien auf Karawanen haben Tradition. Viele Beduinenstämme leben davon. Auch die Emigranten in Medina entschließen sich dazu, die Karawanen aus Mekka zu überfallen. Mohammed will seine Heimatstadt schwächen und ihren Widerstand gegen den Islam brechen. Damit beginnt der Dschihad, der Kampf gegen den Unglauben. Dschihad heißt nicht heiliger Krieg und auch nicht Mord und Terrorismus. Vor allem soll der Muslim gegen sich selbst, gegen das eigene Versagen kämpfen. Erst dann kommt der Kampf gegen den Unglauben in der Welt. Heute wird der Dschihad oft missverstanden, als Gewalt gegen alle, die an etwas anderes glauben. Der Krieg zwischen Mekka und Medina beginnt im Dezember des Jahres 623. 300 Muslime überfallen eine schwer beladene Karawane mit mehr als 1000 Kamelen. Für Mohammed ist jedoch Gewalt kein Mittel, um Andersgläubige zum Islam zu bekehren. Es gibt keinen Zwang in der Religion, heißt es im Koran.
Dennoch fürchten sich viele Menschen im Westen vor dem Islam, einer Religion, deren Anfangsjahre von Krieg und Gewalt gezeichnet sind. Mohammeds Harem wächst mit der Zahl seiner Anhänger und Verbündeten. Die Hochzeit einer Stammestochter mit Mohammed, dem Fürsten von Medina, ist bei Wüstenstämmen Mittel der Bündnispolitik. Auch die Töchter des Propheten sind für den Islam nützliche Ehen eingegangen, mit wichtigen Vertrauten ihres Vaters. Der Krieg mit Mekka macht aus vielen Ehefrauen Witwen. Um ihre Not zu lindern, empfiehlt der Prophet den muslimischen Männern, mehrere Frauen zu heiraten. Bei gerechter Behandlung aller Ehefrauen. In Mohammeds Harem ist die Frau seines Herzens Aisha, die Tochter seines engsten Freundes. Bei der Hochzeit mit dem Propheten ist sie fast noch ein Kind. Später wird Aisha den Ehrentitel tragen, Mutter der Muslime. Rauch erhebt sich in Medina über den Dattelplantagen und Dörfern der Juden. Der Machtkampf zwischen ihnen und den Muslimen hat zur Katastrophe geführt. Mohammeds Hoffnung, die Juden würden den Islam annehmen und ihn als Propheten respektieren, hat sich nicht erfüllt. Stattdessen verbünden sie sich mit Mohammeds Gegnern aus Mekka. Verrat in den Augen der Muslime. Nach dem Gesetz der Wüste müssen sie furchtbar bezahlen. Viele werden getötet, ganze Stämme vertrieben oder in die Sklaverei verkauft. Ihre Häuser werden zerstört, ihr Besitz fällt an die Muslime. Sieben Jahre dauert der Krieg zwischen Mekka und Medina. Das Kriegsglück wechselt zwischen Sieg und Niederlage. Mohammed gelingt es, Mekkas Karawanen den Weg nach Syrien abzuschneiden. Der Ruin der Handelsstadt ist absehbar. So brechen Mekkas Krieger im Jahr 627 zum großen Schlag gegen Medina auf. Sie wollen die Stadt des Propheten erobern. Doch die Muslime haben schnell einen Graben um Medina gelegt. So ist die Stadt vor den Angreifern geschützt. Zwei Wochen lang wird die Oase belagert. Dann zerstört ein Sandsturm das Lager der Angreifer. Medina ist gerettet. Nun geschieht das Überraschende. 629 darf Mohammed zum ersten Mal seine Heimatstadt wieder betreten. Als Pilger. Er ist fest entschlossen, Mekka für sich zu gewinnen. Man verhandelt. Und Mekka verspricht, im kommenden Jahr zur Wallfahrtszeit allen Muslimen die Tore der Stadt zu öffnen. So kehren sie ein Jahr später zurück. Mohammed und ein Heer von 10.000 Mann. Ohne jedes Blutvergießen reiten die Muslime in Mekka ein. Ein Triumph für den Islam. Mohammeds erster Weg führt zur Kaaba. Der Tempel soll nun zum Haus Allahs werden. Die Ära des Götzenkultes geht zu Ende. Aus den Flammen der Zerstörung steigt der Glaube an den einen Gott. Die Naturreligionen weichen dem Monotheismus. Mohammed selbst sticht den Götzenbildern die Augen aus, bevor sie auf seinen Befehl hin umgestürzt und verbrannt werden. Die alten Götter der Nomaden sind zerstört. Der Ort, an dem die Kaaba steht, ist nun heiliger Boden. Ungläubige dürfen ihn nicht betreten. Ein Verbot, das seit fast 1400 Jahren gilt. An der Kaaba versammeln sich alljährlich Millionen von Muslimen und beten gemeinsam über alle Grenzen hinweg. Schiiten und Sunniten, Strenggläubige und liberale Muslime. Die Regeln der Wallfahrt hat Mohammed selbst festgelegt, kurz vor seinem Tod. So ist die Stadt ein Pilgerzentrum geblieben, bis zum heutigen Tag. Allahumma arhamna.
Drei Monate nach seiner letzten Wallfahrt zur Kaaba stirbt der Prophet im Alter von 62 Jahren. Mit dem Tode Mohammeds droht der Staat von Medina zu zerfallen. Die verbündeten Nomadenstämme fühlen sich nicht mehr an ihren Treueeid gebunden. Da gibt Mohammeds erster Nachfolger an der Spitze der Gemeinde, der erste Kalif, am Grabe des Propheten die Losung aus: Mohammed ist tot, doch Gott lebt und ist unsterblich. Es gelingt ihm, den jungen Staat zusammenzuhalten. Die Beduinen bleiben dem Islam treu. Was ist aus der Religion, die Mohammed gründete, geworden? Warum fordern Fundamentalisten die Rückkehr zum islamischen Staat von Medina? Das Leben von Mohammed, dem Propheten, Staatsführer und Feldherrn, war für seine Anhänger stets die Richtschnur ihres Lebens. Eine Herausforderung an die Muslime von heute, die einen Weg finden müssen zwischen den Worten des Koran, den Traditionen des Orients und der Realität des modernen Lebens. Es dauerte nur wenige Jahrzehnte, bis die Reiterscharen des Islam Mohammeds Erbe von Arabien nach Asien und nach Europa trugen. Die Muslime sehen ein Zeichen Gottes in der stürmischen Ausbreitung ihres Glaubens. Die Erfolgsgeschichte des Islam fasziniert und ängstigt. Sie beruht auf seiner Vision von der Einheit einer Welt, in der die Religion das Leben aller Menschen bestimmt. Von der Geburt bis zum Tod und bis zum jüngsten Gericht.